Moin liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein neues Unboxing, zwar habe ich heute das neue Album von Icebreaker Sturmfahrt in der limitierten Sturmfahrtbox zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja liebe Freunde, ich persönlich habe noch nie vorher was von Icebreaker gehört. Als ich die Box bei Amazon gesehen habe und mir bestellt habe, habe ich natürlich mal schnell bei YouTube geschaut, was es da so gibt für Videos. Da habe ich mir ein, zwei Videos angeschaut. Und also die Band macht deutschsprachige Rockmusik und meiner Meinung nach klingt es sehr nach Rammstein durch diese sehr harten Gitarren, die teilweise nehmen. Also ist das nur meine Meinung, also ich fand es so ein bisschen in Richtung Rammstein. Ich kann euch ja auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung ein, zwei Videos verlinken, da könnt ihr gerne euch mal selber das Video anschauen und anhören und euch eure eigene Meinung darüber bilden, ob das für euch auch so ein bisschen nach Rammstein klingt. Ansonsten kann ich eigentlich sonst nicht viel über die Band weiter sagen. Die Box hat glaube ich 39 Euro gekostet, findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung oder 35 sogar. Ich kann es euch gerade gar nicht mehr ganz genau sagen, weil ich habe wieder mehrere Boxen bestellt, deswegen kann ich euch das gerade nicht ganz genau sagen. Findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung die Box sowie die CD. Könnt ihr nachschauen, holt euch das Album, holt euch die Box, je nachdem, wenn ihr ja, gerne ein bisschen deutschsprachige Rockmusik hört. Okay, kommen wir zum Boxdesign. Ist übrigens eine relativ kleine Box, also nicht wie diese Standard-Deluxe-Boxen zum Aufklappen, sondern es ist eher eine kleinere, wie bei Cordo, glaube ich, die war auch so in dem Format. Naja, egal. Kommen wir erstmal zum Boxdesign. Genau. Wir sehen Icebreaker, Sturmfahrt, dann sehen wir ein sehr schickes Bild, und es gefällt mir wirklich persönlich richtig cool. Das heißt T-Shirt, das wäre richtig nice. Wir haben ein U-Boot, was in der tosenden See unterwegs ist, also bei Sturm. Eine Flagge, die schon halb zerstört ist, mit zwei Eispickeln, würde ich sagen, sind das, weil Icebreaker, und dann denke ich mal, könnte das nur Eispickel sein. Wir sehen hier unten einen FSK 12 Aufkleber, der ist aber nur auf die Folie aufgeklebt, also ist ja auch eine DVD enthalten. Ja, wirklich nices Cover. So, also schauen wir schon mal ringsrum. Hier sehen wir nochmal diese Eispickel. Hier sehen wir Icebreaker, also den Bandnamen plus den Albumtitel. Hier haben wir nochmal die Eispickel, nochmal den Bandnamen plus den Albumtitel. Und ja, das hatten wir schon. So, jetzt schauen wir natürlich hinten nochmal drauf. Sturmfahrt Icebreaker. Und da finden wir eine Auflistung der Inhalte in dieser Box. Ich hoffe, ich krieg's richtig eingefangen für euch. Und zwar Digipack Sturmfahrt, Bonus-DVD, Icebreaker live auf der Lorelei. Dann Sturmfahrt Expeditionsbrille. Okay, da bin ich gespannt drauf. Doppeldornenansteckerpin, dann ein Poster, ein Cover und ein Sticker sind enthalten. Okay, WDR, wahrscheinlich weil die das aufgezeichnet haben, dieses Konzert auf der Lorelei. Keine Ahnung. Und ein Barcode ist natürlich auch drauf zu finden. Das heißt, die Box gibt es also auch beim Mediamarkt oder Saturn zu erwerben, falls sie bei Amazon ausverkauft sein sollte. Wo ich vorhin geschaut habe, gab es noch welche. Okay, das war das Boxdesign. Jetzt schauen wir natürlich rein. Dafür müssen wir natürlich erstmal wieder die Folie entfernen. Und natürlich vorher noch ein bisschen Zoom rausnehmen. So, schauen wir doch mal rein. Oh, sehr schön, schon mal keine Klappbox, also eine zweiteilige. Sehr schön. Ja, wie geil. Also das ist mal... ja, eine Expeditionsbrille eben. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht drin gehabt in irgendeiner Box. Der Pin. Der sieht richtig nice, ist richtig schwer. Das Cover als Aufkleber oder das Sticker zumindest. Dann Icebreaker und Lorelei 2015. Das Album. Und ein Poster. Das ist der Inhalt der Box. Box machen wir wieder zu, stellen wir hinten hin. So, mit was beginnen wir denn heute? Also ist recht übersichtlich. Also ich würde jetzt einfach mal mit dem Pin anfangen, weil der ist wirklich richtig schwer. Das sieht richtig hochwertig aus auf jeden Fall. Richtig aus Metall. Also der ist wirklich richtig schwer. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig für euch eingefangen. Sturmfahrt Icebreaker mit dem Eisbären. Das ist wirklich eine richtig coole Sache, also der ist richtig cool gemacht, der ist richtig schön schwer, also das ist wirklich was, ja, von der Qualität her auf jeden Fall, nicht irgendwie sonst schwer, sondern das ist wirklich richtig gute Qualität.
Das ist nice. Finde ich gut. Das ist der Pin. So, die Brille machen wir zum Schluss oder wollen wir die Brille jetzt gleich machen? Na, die Brille ist es. Na, die Brille machen wir zum Schluss. Machen wir als nächstes das Poster. Es ist einseitig bedruckt. Ich hoffe, ich muss es nicht wieder umbauen. Mal gucken. Ne, das ist. Oh, das ist relativ klein. Das ist vollkommen okay. Ich hoffe, ihr seht das richtig und muss den Zoom nochmal ein bisschen rausnehmen. Ja, okay. Also Eisbrecher. Das sind die fünf Herren der Band Eisbrecher. Auf jeden Fall richtig nice, Poster richtig cool gemacht. Vom Druck her richtig hochwertig, auf jeden Fall. Keine irgendwie hier Risse in den Knickfalten oder so. Also, es ist wirklich nice. Und hier natürlich wieder der Eispickel. Okay, kleines handliches Poster. Jetzt natürlich das wieder zusammenkriegen. Das ist immer so eine Sache mit den Postern. Ich hab's aber. Ich hab's. Alles wird gut. So. Wie gesagt, die Brille machen wir zum Schluss. Wir haben noch einen Aufkleber mit dem Cover. Davon ein, zwei Stück wären natürlich jetzt auch noch besser gewesen. Okay, Aufkleber kann man nicht viel zu sagen. Kommen wir als nächstes zur Icebreaker DVD Lorelei 2015. Also 10 Tracks sind da drauf. Und das Ganze geht, ach so, von der Zeit her. Ja gut, ist egal, das ist egal, wie es geht, auf jeden Fall 10 Tracks, das ist cool, kann man, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen mit dem Eisbrecher vorne drauf. Dann haben wir natürlich das Album, wir haben 14 Tracks drauf. Ich glaube, ich habe davon wirklich noch keinen gesehen. Mal gucken, vielleicht werde ich euch unten mal in verlinken, den sie schon rausgebracht haben. Davon, das kann ich euch jetzt wirklich nicht sagen. Auf jeden Fall kommt das Ganze wieder mal im Pappschuber oder im Pappcase. So, jetzt habe ich schon wieder keine Fingernägel, da muss ich natürlich wieder ein bisschen Messer herhalten. Also ich mag das ja persönlich nicht immer so in diesem Pappschuber. Das ist immer, wie gesagt, wenn man das ins Regal stellt, dann knicken die Ecken um und in der Blasshöhle finde ich persönlich immer besser. Den hat schon ein paar Striemen. Aber sonst vom Design her wirklich das Cover wieder von der Box. Und hinten geht natürlich noch die tobende See noch etwas weiter. Ach, es geht noch viel, viel weiter, okay. Hier haben wir nochmal das, was wir auch gerade auf dem Poster hatten, also die Bandmitglieder. Stormport Icebreaker. Genau. Das ist die CD. Da haben wir wieder diese beiden Eispickel. Und da schauen wir natürlich noch ins Booklet rein. Oh, das ist ein schönes dickes Booklet. Oh, sehr schön. So, mit Songtexten, das ist schon mal super, da kann man das mitsingen, wenn man das nicht ganz verstehen sollte oder einfach so mitsingen möchte. Der Kapitän. Also wahrscheinlich nochmal einzelne Bilder der Bandmitglieder hier nochmal. Im U-Boot. Das Gesetz. Nochmal der Kapitän, oder? Ist das jemand anders? Nein, ich glaube, das ist jemand anders. Dann noch die Credits und so. Ja, schön ausführlich, jedes Bandmitglied drin abgelichtet, sehr schön. Das Booklet guckt man sich eh bloß ein, zwei Mal an. Wenn natürlich die Songtexte mit drin stehen, dann guckt man wahrscheinlich ein bisschen öfter rein, wenn man mal wissen will, was die genau singen oder mitsingen möchte. Ja, nice. Das Album Sturmfahrt. Und das sind wir fast schon wieder durch. Jetzt haben wir natürlich noch dieses Highlight in dieser Box. Also, das hatte ich wirklich bis jetzt noch nie. Das sieht aus wie ja, eine Schweißerbrille. Aber es ist eine Expeditionsbrille. Natürlich alles aus Plastik hier. Hier natürlich nochmal Eisbrecher Sturmfahrt. Also, ihr könnt ihr auch als Sonnenbrille nutzen. Ja, also, ich würde es jetzt für euch aufsetzen, aber nee, ich zeige mich ja noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Gab es, ist auf jeden Fall mal so ein Highlight, was es bis jetzt noch nicht so in die Boxen gab. Ich meine, gut, was soll ein Rapper mit so einer Brille, außer der macht vielleicht irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja, also, das ist jetzt so das Highlight. Das war dann aber auch schon. Alles in der Box. Wie gesagt, ich glaube, die Box kostet 35 Euro, nie 39 Euro.
Ja, jetzt kommen wir natürlich noch zum Fazit. Also ihr findet in der Box die Expeditionsbrille. Auf jeden Fall was Besonderes, hat man nie oft. Leider alles komplett aus Plaster, also das ist nichts Hochwertiges. Dann das Album natürlich, dafür aber wirklich diesen echt hochwertigen Pin, also der ist wirklich Wahnsinn. Eine DVD bekommt ihr noch dazu. Live von der Lorelei, einen Aufkleber, das Poster und natürlich die Box. Das ist der komplette Inhalt der Eisbrecher Sturmfahrtbox. Ja, mein Fazit, ja, es geht. Also für 35 Euro ist es okay. Ich hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen was mehr erwartet, vielleicht noch eine Autogrammkarte oder so. Oder vielleicht zwei, drei Aufkleber mehr. Aber sonst kann man eigentlich sagen, von der Qualität her ist das eigentlich schon okay für den Preis. Auf jeden Fall angemessen. Ja, das ist meine Meinung. Was sagt ihr? Schreibt es bitte unten in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und die Box sowie die CD findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne nochmal anschauen, falls euch ja, die Box zusagt oder ihr generell Fan von Eisbrecher seid, dann empfehle ich euch natürlich auf jeden Fall die Box oder die CD. Die CD höre ich mir natürlich im Nachhinein jetzt noch an, das habe ich jetzt natürlich noch nicht getan. Das werde ich aber natürlich machen, wie ich es mit jedem Album mache, die ich unboxe oder vorstelle. Okay, liebe Freunde, das war's zum Unboxing. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein, euer Matze. Ciao, ciao.